Heino und Hannelore sind seit vielen Jahren glücklich miteinander verheiratet. Seit ihrem Kennenlernen in den 70ern sind die beiden unzertrennlich und schon durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Doch wie haben sich Heino und Hannelore kennengelernt? Heino und Hannelore lernten sich 1972 während der Dreharbeiten zu Heinos Film Blaublüt, der Enzian, kennen, wie es auf der Webseite der Schlagerlegende heißt. Bei der Wahl zur Miss Austria in Kitzbühel saßen Heino und Hannelore damals in der Jury und fanden wenig später zueinander. Wir waren beide damals nicht mehr so glücklich verheiratet. Hannelore nicht mit ihrem Alfie und ich nicht mehr mit meiner Lilo, berichtet der Schlagersänger im Buch Heimat, wo das Herz zu Hause ist. Am 4. April 1979 heirateten Heino und Hannelore. Man gab uns maximal 2 Jahre, erinnert sich der Schlagerstar auf seiner Webseite. Nunmehr sind wir über 44 Jahre glücklich verheiratet und unzertrennlich.